Scheiße. Was soll's? Was würdest du sagen, wenn ich dir ein Kommando einer größeren Truppe mit festem Standort anbiete? Ich bin Warlord der Berserker. Ich habe meine Pflichten. Du könntest vielen Menschen damit helfen. Das tue ich hier auch. Das, was ich dir anbiete, ist noch einmal eine Nummer größer, aber wie du willst. Hey, warte mal. Von welcher Truppe sprechen wir? Das ist das Problem. Sie befindet sich gerade im Aufbau. Wir reden hier aber nicht von irgendeiner krummen Sache, oder? Nein, hier geht es eher um das Überleben der Menschheit und den Krieg gegen diese fremden Eindringlinge. Ach, du meinst diese sechste Macht in der Bastion? Du weißt davon? Dieser alte Mann, der die letzten Tage hier vorbeikam, sprach davon. Ich glaube, Adam war sein Name. Alles klar. Dann weißt du ja, worum es geht. Das ist also kein dummes Geschwätz, nein? Nur wenn Männer wie du und ich daran tatkräftig mitarbeiten. Hört sich an, als würdest du über einen solchen Kommandowechsel nachdenken. Zugegeben, die Worte dieses alten Mannes waren schon sehr überzeugend. Ja, das kann er. Nun, ich wäre gerne dabei, aber ich kann hier nicht weg. Das Weltenherz hat oberste Priorität. Dann lass dich doch ablösen. Das ist eine gute Idee. Ich wüsste auch schon von wem. Es gibt da einen Kerl im Fort, der mir noch einen großen Gefallen schuldig ist. Sein Name ist Brambart. Er ist zwar nur Erzberserker, jedoch hat er große Ambitionen, unser Land zu verteidigen. Dieser Wachdienst hier wäre so etwas wie eine heilige Pflicht für ihn. Die meiste Zeit hält sich Erzberserker Brambart irgendwo im Wohnviertel des Forts auf. Ein sehr gewissenhafter Kerl. Du wirst ihn mögen. Wenn du das sagst. Bring mir was bei. Was willst du wissen? Thank you.
Moment, wo willst du hin? Du kannst dir nicht einfach hereinspazieren. Oder glaubst du, ich stehe hier zum Spaß? Ich... Unterbrich mich nicht! Striker, was erwarte ich, wenn ich rede? Ganz genau, Klappe halten! Heraus damit, was willst du? Ich will ins Vor. Sag bloß! Hör zu! Du bist keiner von unseren Arbeitern, also ist hier Endstation. Eins noch, unsere Wachen haben Anweisung, Unbefugte aus dem Fort zu werfen. Also spar es dir, über die Mauern zu klettern. Wir sind hier nämlich auf Zack, oder Striker? Siehst du? Hellwach! An mir führt kein Weg vorbei. Und jetzt Abmarsch! Was ist jetzt? Bist du bereit? Weiß nicht. Hey Kumpel, du lässt doch sicher eine Kippe springen. Da fehlt noch was. Ich hab grad keine. Was für ein Scheißtag. Ich muss dann aber auch mal wieder. Mach's gut. Natürlich, den Rest... Ich hab gerade echt keine Zeit für dich. Und wenn man uns nachstellt? Das tut schon keiner. Jetzt komm schon, der Krater wartet. Oh Mann. Na dann, los. Ich gebe dir einen Rat. Wenn du eine andere Arbeit als diese hier findest, nimm sie. Manchmal wünsche ich mir den Duke zurück. Keine Zeit. Die Alte schaut sich herüber.
Hacken und zwei Schaufeln. Wie bitte? Ich kann jetzt nicht. Muss arbeiten. Und einen Eimer und zwei Rechen letzte Woche. Ich unterhalte mich gerade. Wie wollt ihr das Feld bestellen, wenn euch das Werkzeug fehlt? Erklär mir das. Heißt das, wir haben Pause? Verzieh dich von hier. Geht mir nicht eher vom Feld, bis ich es sage. Und wenn ihr die jetzt Erde mach mit dich. Ja, hau du bloß hast ab. Hier nicht. Zurück an hau die bloß Arbeit. Ab. Und jetzt zu dir. Ich schätze es nicht, wenn man mich mitten in einer Unterhaltung unterbricht. Diese Angewohnheit solltest du dir schnell abgewöhnen. Was hast du überhaupt hier zu suchen? Sag jetzt nicht, du wurdest eingeteilt, um zu arbeiten. Ich sehe keine Ausrüstung. Also, ich höre. Ich sehe mich nur um. Hier wird gearbeitet und kein Schaulaufen veranstaltet. Damit das klar ist, Herumtreiber haben hier nichts verloren. Und ich kann keinen weiteren Trampel zwischen den Setzlingen gebrauchen. Sie sind die Grundlage unser aller Zukunft. Wenn du also nicht hier bist, um zu arbeiten, kannst du gleich wieder gehen. Wie kann ich dir helfen? Da hier ständig etwas zu Bruch geht, muss Ersatz her. Goliath schickt von Zeit zu Zeit passende Gerätschaften. Geh also ins Vor, Lasse soll sie dir aushändigen. Er ist der Schmied und lagert das Zeug für gewöhnlich ein. Das ist alles? Naja, vielleicht musst du ein paar Mal hin und her laufen. Aber das bekommst du schon hin. Ich darf also annehmen, dass du dich darum kümmerst? Ich besorge dir die Werkzeuge. Halt dich aber nicht zu lange beim Schmied auf. Er trinkt gern mal einen. Und wenn du sie hast, sei vorsichtig mit den Haken. Lässt du sie fallen, kann es leicht sein, dass... Ich mach das schon. Wenn die Wache am Tor Probleme macht, sag ihr, du handelst in meinem Auftrag. Sie wird dich dann durchlassen. So, ich muss mich jetzt wieder um das Feld kümmern. Ansonsten wird das hier bald ein großer Komposthaufen sein. Hey, Arschkriecher! Ja, du! Ich will mit dir sprechen. Wieso quatschst du mit der Alten? Wenn du für sie ackerst, lässt du uns Setzer schlecht aussehen. Bist du auf Streit aus? Du provozierst welchen. Kaum eine Minute auf dem Feld schon den Musterknaben spielen. Typen wie du sind hier nicht gern gesehen. Aber vielleicht bist du ja gar nicht so ein Arschloch. Hast vielleicht sogar was übrig für uns. Lass mal ein paar Splitter rüberwachsen, dann können die anderen und ich uns was Vernünftiges zu spachteln holen. Meine Taschen sind leer. Bist wohl auch ein armes Schwein. Nun verstehe ich, warum du ihr den Arsch hinhältst. Aber da sie kaum was rausrückt, wirst du ein armes Schwein bleiben. Ich muss dann mal wieder. Mach's gut. Und was ist dein Problem? Mussten wir morgens oder abends den Setzlingen... Ich hab es doch schon tausendmal erklärt. Hört mir denn keiner zu? Du schon wieder? Ich soll Werkzeuge für Thorhild bei Lasse abholen. Daraus wird nichts. Goliath hat keine Werkzeuge geschickt und es sieht auch nicht danach aus, dass sie es tun werden. Sag ihr, sie muss sich woanders Ersatz besorgen. Du lässt mich also nicht passieren? Erraten.
Lass mich durch. Schwer von Begriff, wie? Der Boss will keine Leute in der Stadt, die nach Ärger aussehen. Komm schon, der ist doch harmlos. Du kennst die Anweisung. Ohne guten Grund hat dein Hintern in der Stadt nichts verloren. Kaya kennt mich. Ich verrate dir mal ein Geheimnis. Mich kennt sie auch. Und mich auch. Da hörst du's. Jeder kennt hier jeden. Du wirst dir schon etwas Besseres einfallen lassen müssen. Ich brauche Unterstützung gegen die fremden Invasoren. Du, ich, die ganze Welt. Glaubst du, diese Stadt ist ohne Grund befestigt? Das heißt trotzdem nicht, dass wir jeden reinlassen. Ich will mich euch anschließen. Zieh eine Nummer. Seit wir auf dem Vormarsch sind, wollen immer mehr was vom Ruhm abhaben. Schmarotzer und Taugenichtse bilden da die Mehrheit. Wie ein Schmarotzer sieht er aber nicht aus. Trotzdem. Das hier wird dich überzeugen. Ja, glaubst du denn, wir sind bestechlich? Also... Ruhe! Hör mal, wenn es dir so wichtig ist, geh zu Scrappy. Wenn du für ihn arbeitest, stehen die Chancen gut, dass du rein darfst. Wo finde ich Scrappy? Südlich von hier, einmal ums Vor herum. Irgendwo in der Schlucht triffst du ihn dann, umgeben von Schrott und Altmetall. Ihr seid zu nachlässig. Warum können Fremde die Felder... Goliath hat keine Werkzeuge geschickt. Was? Wer hat das gesagt? Garda, die Torwache. Das fehlte mir noch. Wie sollen wir uns um die Setzlinge kümmern, wenn es an den einfachsten Mitteln mangelt? Ständig kommen neue Probleme hinzu. Aber gut... Es wird sich eine Lösung finden. Nun zu dir. Falls du vorhattest, über diesen Weg ins Fort zu gelangen, Pech gehabt. Ich will aber nicht undankbar sein. Darum rate ich dir, stell dich in Scrappys Dienst. Aufträge, die er vergibt, führen immer dazu, dass die Torwachen dich passieren lassen. Halt dich einfach südöstlich der Felder. Am Ende der Schlucht, die das Fort trennt, findest du seinen Schrottplatz. Alles in allem... Bist du nicht so unnütz, wie ich es erwartet hatte. Das Ergebnis mag bescheiden sein, aber das kann ich dir nicht anlasten. Bevor ich es vergesse, nimm das hier. Auf unseren Feldern empfiehlt sich eine praktische Kleidung. Und mir scheint, du kannst sie gebrauchen. Ich dachte, wenn ich... Ich sehe, was passiert, wenn du denkst. Los, weiter!